Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich sage nicht, liebe Närrinnen und Narrer lesen, denn wir kommen, glaube ich, an die Zäsur, liebe Freunde. Wir sind schon tief im Aschermittwoch und damit sind wir eigentlich in der Fastenzeit. Ein wenig habe ich den Eindruck, der Kalender ist jetzt ein bisschen verschoben und bis eben war noch so ein verlängerter Dienstag. In diese Form der Fidelität kann ich und will ich so jetzt nicht verlängern. Ich will hinzufügen, dass der erste Vilshofener Aschermittwoch ein Aschermittwoch war, den Kleinbauern dort in der Gegend veranstaltet haben. Franz Josef Strauß hat ihm später einen ganz anderen Charakter verliehen. Und wie ich extra nachgelesen habe, weil ich es nicht wusste, haben diese Bauern sich solidarisiert mit Kurt Eisner, dem Kommunisten, der damals in München für ein paar Monate die Räterepublik installiert hatte. Und diese Bauern haben an diesem Aschermittwoch in Vilshofen sich mit diesem Revolutionär solidarisiert. So ist das Ereignis inzwischen umgedeutet. Ich will aber immerhin darauf hingewiesen haben, auf welchem historischen Wegen wir uns befinden. Franz Josef Strauß hat es dann verstanden, ein Etikett für die gesamte Bundesrepublik zu geben. Und ich will das herausnehmen. Ich bin nicht der Sohn eines Metzgers. Ich habe deshalb nicht dieses fleischige Knick wie Franz Josef. Das kann ich auch nicht imitieren. Aber, liebe Freunde, ich denke, wir gehen in die Politik und wir gehen in das, was uns zusammengeführt hat, nämlich in eine Sicht auf den Alltag in Deutschland und auf unsere historische Aufgabe, die wir als kleine Gruppe von mutigen Leuten haben. Ich nehme Sie alle mit großer Freude wahr als eine vitale Schar. Was Sie da auf die Beine gestellt haben mit Musik und ein bisschen mit Kabarett und wie ich so alle hier agieren sehe, sage ich Typ Vigilante Sachsen. Also, Leute, die was, bitteschön. Ich kenne ein wenig die Wirtschaftsgeschichte dieses Landstrichs und es ist immer imponierend gewesen. Die sächsischen Verlagsbuchhändler war in Deutschland eine einmalige Spezies. Und die haben auf den kulturellen Gang des Landes einen unglaublichen Einfluss gehabt. Ich sage Ihnen ein einziges Beispiel, was mir durch den Kopf geht. Der große Friedrich Mommsen, von dem Sie vielleicht vom Namen gehört haben. Friedrich Mommsen war Historiker, von Haus aus Jurist. Und Juristen sind gute Historiker, ich bemühe mich auch darum. Der große Friedrich Mommsen hat einen Vortrag gehalten bei einem Leipziger Verlagsbuchhändler über die krachischen Reformen. Das waren Leute, die in der republikanischen Zeit Roms gesehen haben, dass es eine Plutokratie gab, die diesen Staat zerstörte, die an der Bevölkerung vorbei regierte. Und diese Brüder Krachen haben Landreformen eingefordert, um breite Schichten der Bevölkerung eine vernünftige Lebenschance zu geben. Darüber hielt er einen Vortrag, Herr Friedrich Mommsen, und da kam der Verlagsbuchhändler aus Leipzig zu ihm und sagte, ich will jetzt nicht das Idiom kopieren, das kann ich nicht so gut, obwohl ich schon ein paar Mal geübt habe. So mit Ludo und Budo, das geht schon, aber ich will es mal lassen. Auf alle Fälle sagte der, lieber Herr Mommsen, Sie müssen eine römische Geschichte schreiben. Und Friedrich Mommsen hat in 2 Jahren eine römische Geschichte geschrieben und ich teile ihn mit. Erstens, es ist die beste römische Geschichte, die je geschrieben worden ist, weltweit. Und ich teile ihn zweitens mit. Im Jahre 1901 bekam Friedrich Mommsen für dieses Buch einen Nobelpreis. Und da es
keinen für Geschichte gibt, bekam er ihn für Literatur. In dieser Liga hat dieser vigilante Sachse gespielt und davon gab es viele in diesem Landstrich. Das, liebe Freunde, nur durch ja, eigentlich den Anstoß, den ich bekommen habe, wenn ich jetzt so in die Runde geschaut habe, das ist sozusagen extemporiert, aber Sie merken daran, ich habe immer ein waches Auge und weiß ein bisschen, wie es hier zugeht und bin sehr froh, dass es Sie gibt. Sie sind auch in der AfD Deutschlands einer der vitalsten Gliedverbände und viele von uns aus dem Westen schauen sehr genau, was bei Ihnen läuft. Sie haben eine gewisse Pilotfunktion, das ist so. So, liebe Freunde, Sie sind mutige, urdemokratische Bürger, die sich um das öffentliche Wohl verdient machen. Das sind Sie und das sage ich Ihnen und dieses Selbstbewusstsein sollten Sie haben und dürfen Sie haben. Uns, liebe Freunde, die demokratische Leidenschaft abzusprechen, ist so, wie wenn man einem Vegetarier vorwirft, dass er heimlich blutige Steaks essen würde. Wir beginnen mit einer Frage, die einen quizähnlichen Charakter hat. Was ist der Unterschied zwischen dem Berliner Politikbetrieb und der Fastnacht, meine Damen und Herren? Wenn Sie darüber nachdenken, kommen Sie darauf. Die Fastnacht ist gestern zu Ende. Und jetzt, liebe Freunde, werde ich etwas ernst, aber ganz sicher auch polemisch, mindestens im zulässigen Rahmen, weil das darf sein, das muss sein. Zumal bei dem, was wir alles zu erreichen haben. Man muss nicht nur nehmen können, sondern auch geben können. Geben ist bekanntlich seliger denn nehmen. Warum die Diskriminierung, liebe Freunde, frage ich, und warum diese hemmungslose Aggression in diesen Tagen? Wir haben gerade ein Dokument gehört, mal wieder ein abgefackeltes Auto eines AfD-Politikers. Wir könnten schon eine Sammlung dieser Aschehaufen machen, weil es ja nicht das erste ist, das abgefackelt wird. Dieser Tag ist auch ein Kreisvorsitzender bei uns in Hessen angegriffen worden, unser ganzes Haus verschmiert und die ganze Straße und die Autos auch der Nachbarn. Also es ist richtig was geboten. Und die spannende Frage ist, liebe Freunde, der will ich nachgehen heute und hier, was ist tatsächlich der Grund für diese entfesselte Aggression gegen uns? Sie erinnern sich, das Parteiengesetz wurde extra noch im Dezember auf der letzten Sitzung des Bundestages geändert. Lex AfD, sagen die Juristen, wenn ein Spezialgesetz ein ganz bestimmtes Problem einer ganz bestimmten Gruppe oder vielleicht sogar eines Einzelnen regeln soll. So wichtig sind wir für die Republik, dass ein spezielles Gesetz für uns gemacht wird. Gegen alles, was gute Demokratie ist und was Rechtsstaat ist. Wir haben eine Reihe von anderen auf uns gezielt ausgerichtete Aggressivität. Schauen Sie an, was der staatliche Fernseh- und Rundfunkkonzern, der größte weltweit, es gibt keinen so ausgestatteten Funk- und Fernsehladen wie ARD und ZDF. 8,5 Milliarden Ressourcenverbrauch. Allein der WDR hat ein größeres Budget als der gesamte BBC, der weltweit englisches Rundfunk- und Fernsehgeschäft betreibt. So sind wir monopolisiert und so haben wir zu tun mit einem staatsabhängigen Rundfunk, der sein Geschäft gegen die AfD betreibt. Sie kennen die gesamten Abläufe der letzten Zeit, wo da ganz speziell aus einem Internet vorbereitet Mitarbeiter arbeiten wochenlang daran, um irgendein Skandalzitat zu finden und das wird dann eingespielt und dann wird einer, den man schon so vor fünf Raubtiere gesetzt hat,
noch in Verlegenheit gebracht, um zu gucken, wie er dann reagiert. Das nennen wir ausgewogene Berichterstattung im Staatsfernsehen, wie es im Staatsvertrag steht. Das ist der gelebte Staatsvertrag. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, ich will wenige Beispiele bringen, die es doch illustriert, ehe wir zur Beantwortung der Frage kommen, was steckt eigentlich dahinter? Wieso diese Aggression? Wieso erzeugen wir so große Furcht? Wir nehmen Schäuble, zuvor allerdings, liebe Freunde, was diese ganze Zerrissenheit unseres Landes angeht, will ich Ihnen noch ein Zitat eines ganz bedeutenden Menschen vortragen und Ihnen dann erzählen, von wem es kommt und Sie ermutigen, dem nachzugehen. Mein Zitator sagt, es gibt kein gutmütigeres, aber auch kein leichtgläubigeres Volk als das Deutsche. Zwiespalt brauchte ich unter ihnen nie zu säen. Ich brauchte nur meine Netze auszuspannen, da liefen sie wie ein scheues Wild hinein. Untereinander haben sie sich gewürgt und sie meinten, ihre Pflicht zu tun. Törichter ist kein anderes Volk auf Erden. Keine Lüge kann grob genug ersonnen werden, die Deutschen glauben sie. Und eine Parole, die man ihnen gab, verfolgten sie ihre Landsleute mit größerer Erbitterung als ihre wirklichen Feinde. Meine Damen und Herren, das ist ein kluger Mann, der das gesagt hat. Und das ist mehr wie ein Bonmot. Es ist ein Franzose, ein Kleiner mit einem großen Kopf. Sie wissen das. Das ist der Napoleon. Genau der Herrscher Europas in dieser Zeit. Und er war... Ja, auch ein Schwindler, hat ja schon sein Geburtsdatum gefälscht, sonst wäre er gar nicht Franzose geworden. Er war also geborener Italiener und hat sonst noch viele Schlitzohrigkeiten begangen. Er war eine Frucht der französischen Revolution und wollte gerne Kaiser sein, also eine widersprüchliche Figur. Aber er war ein guter Beobachter und ein kluger Kopf. Und in diesem Punkt, liebe Freunde, hat er recht. Und das ist ein Problem. Ich will das gerne bestätigen durch einen anderen, mindestens so bedeutenden Menschen, der sagt, die Neigung, sich für fremde Nationalitäten und Nationalbestrebungen zu begeistern, auch dann, wenn dieselben nur auf Kosten des eigenen Vaterlandes verwirklicht werden können, ist eine politische Krankheitsform, deren geografische Verbreitung leider auf Deutschland beschränkt ist. Meine Damen und Herren, ein kluger Mann, auch das kein Beaumont, das war der Bismarck. Der große Bismarck, liebe Freunde, und die Geschichte lasse ich sehr, sehr gerne immer durchblicken, weil wir eine unglaublich faszinierende Geschichte haben, wenn man sie denn kennen würde. Liebe Freunde, der Bismarck war der 1886 bei der Kolonialkonferenz diese kurze Bemerkung sei mir gestattet, sich die Engländer und die Franzosen angehört hat, weil sie bei ihm vorgeritten sind, um ihre Kolonialstreitigkeiten durch ihn entscheiden zu lassen. Eine solche Rolle hatte damals Bismarck in Europa. Es war keiner seit dieser Zeit bis heute, der je eine solche Rolle gespielt hätte. Also ein kluger Mann, ein großer Politiker, ein Charismatiker und ein Mann, der verehrt wurde, weil er damals das Deutsche Reich zusammengebracht hat. Die Bismarck-Türme, die Sie kennen, wenn Sie durchs Land fahren, stammen alle aus der Zeit, weil Bauer und Edelmann ihn verehrt haben, weil die Deutschen ein Haus hatten ab 1871, meine Damen und Herren. Und es war ein vornehmes Haus. Es war ein erfolgreiches Haus. Und die historische Bemerkung darf ich anschließen, liebe Freunde. Es war ein Staat, der ab 1871 bis 1913 in der Bevölkerung von 40 Millionen auf 67 Millionen gewachsen ist. Weiß kaum einer. Wir waren China Europas damals. Und einer der Gründe, warum die Franzosen und die Engländer, die es in Wahrheit waren, die Hauptschuld am Ersten Weltkrieg tragen, war die demografische und die wirtschaftliche Bedrohung
die man so empfunden hat durch die alten großen imperialen Kolonialmächte. Meine Damen und Herren, 1913 war der deutsche Export, den Begriff des Bruttoinlandproduktes gab es damals noch nicht, größer als der Großbritanniens. Und Britain ruled the wave. Großbritannien beherrschte die Weltmeere, hatte große Kolonien, ein Drittel der besiedelbaren Erdoberfläche war britisch. Und diese Macht, diese auch wirtschaftliche Macht, hat das Deutsche Reich, dieses Volk der fleißigen Handwerker und der schaffigen Menschen, 1913 überrundet, was den Export in die Welt angeht. Das war ein Erfolg. Und das war der Grund für, der wahre Grund für den Ersten Weltkrieg. Alles andere ist Pillepalle. So, liebe Freunde, das musste gesagt werden. Und wenn ich das sage, gehen Sie davon aus, dann steckt dahinter schon ein Literaturstudium von einer kleinen Bibliothek. Das ziehe ich mir nicht aus der Hose. Und das kann man auch gerne in irgendeinem Film abspielen. Und ich setze mich gerne auch mit zwei, drei der deutschen Historikerschaft auseinander, wenn denn um sowas gestritten würde. Aber es gibt ja kluge Leute, Christopher Clark und viele andere haben das längst erkannt. Ich bin überhaupt nicht alleine, inzwischen seid umzingelt. Es gibt zwei Amerikaner, es gibt neuerdings ein englisches Kollektiv, das in der Tat ganz prononciert die englische Oberschicht für die Alleinschuldigen des Ersten Weltkriegs anschaut. Also es gibt viele Sichtweisen zu dem Thema und ich versichere Ihnen, Sie haben allen Grund, sich zu fühlen und wir als Angehörige einer der großen Kulturnationen der Weltgeschichte. Wir kommen zur Aggression, wir kommen zu Schäuble. Wir kommen zu Wolfgang Schäuble, der uns für eine Schande für Deutschland hält. Wörtliches Zitat. Wir seien aalglatt und wir appellierten an niedrige Instinkte. Die Methode sei nicht neu, sagt Schäuble. Deshalb müssen wir diese Rattenfänger stellen, entlarven und die Menschen vor ihnen warnen. Sie bringen uns nur Elend. So Schäuble, meine Damen und Herren. Liebe Freunde, was ist das für ein Ton? Was gibt Herrn Schäuble, der mein Jahrgang ist und einigermaßen ja auch gut erhalten ist, das wollen wir ihm ja zugestehen, das Recht, Menschen wie wir in solch eine Charakteristik hineinzugehen? Was gibt diesem Mann das Recht? Ich erzähle Ihnen eine lustige Geschichte von einer Mitbegründerin der AfD, die aus einem Dorf im Schwarzwald ist und mich, glaube ich, in Berlin im April 2013 angesprochen hat und gesagt hat, Herr Glaser, ich war auf einer der Versammlungen bei Ihnen und ich habe mich in den Eingang gestellt, damit er mit dem Rollstuhl nicht rauskommt und habe gesagt, Herr Schäuble, ich habe Sie immer gewählt, aber jetzt habe ich begriffen, dass Sie dieses Land auflösen wollen. Das lasse ich nicht zu. Eine ältere, rüstige und propere Frau. Und ich sage Ihnen die Antwort. Die Frau hat gesagt, ich gehe hier nicht weg, bis Sie mir eine Antwort gegeben haben, wonach dieser Verdacht entkräftet ist. Und dann sagt die Frau zu mir ganz empört, die hat gezittert vor Erregung. Er hat zu mir gesagt, er will das noch zu Ende bringen. Vorher hört er mit der Politik nicht auf. Das ist Wolfgang Schäuble und seine politische Idee. Meine Damen und Herren, so greift er uns an und ich will nicht unterlassen festzustellen, dass wer uns Rattenfänger nennt, die, die uns wählen, Ratten nennt. Das muss man sich an Menschenverachtung durch die Kopf gehen lassen. So, das Weitere für die unkultivierte Art, Herr Güllner. Herr Güllner, der Meinungsforscher Güllner. Herr Güllner weiß auch über uns vieles zu berichten. AfD-Wähler seien keine normale Menschen.
sondern Antidemokraten. Bei den Wahlen der Partei Alternative für Deutschland handelt es sich nach den Daten, die man habe, um den braunen Bodensatz. Das sagt Herr Güllner, und er kann das sagen, ohne dass ihm ein Gericht den Mund verbietet oder ohne dass ihm einer sagt, er wäre ein Hetzer und er wäre ein Brandstifter, was in Wahrheit Menschen, die so etwas über andere sagen, sind. Meine Damen und Herren, dann haben wir noch einen, der heißt Mielke. Wenn er nicht so hieße, müsste man ihn so nennen. Und zwar ist er irgendwo in Mainz Politikprofessor. Und dieser Herr Mielke, ob er verwandt und verschwägert ist, weiß ich nicht, mental schon, ob biologisch, weiß ich nicht, apropos Biologie. Herr Mielke, Herr Professor Mielke sagt, die wollen doch bloß spielen. Gewohnheit, nein, etwas später. Man sollte auf eine konsequente Einschüchterung des Packs, das sind wir, des Packs durch eine konsequente Kriminalisierung setzen. Eine Strategie, die zumindest die AfD und die Pegida von ihren autoritären Mitläufermassen trennen würde. These: Wenn sich die Mengen von rechtsaffinen Kleinbürgern in Dresden in einem dreistündigen Polizeikessel erstmal in die Hose gepinkelt haben und anschließend mit Wasserwerfern traktiert wurden, dann haben sie für eine geraume Weile genug vom Demonstrieren. Meine Damen und Herren, das ist ein Mann eines universitären Lehrstuhls, der jungen Studenten Politikwissenschaft beibringt. Er gehört exmatrikuliert. Wir haben, ich komme noch in einer kurzen Bemerkung darauf, eine Strafanzeige gestellt gegen Herrn Mielke. Wir könnten mehrere Juristen täglich beschäftigen, können wir uns leider nicht leisten im Moment, und haben ihn der Volksverhetzung angezeigt. Und wir hoffen, dass die Mühlen in Rheinland-Pfalz in der Justiz mahlen. Den Kollegen aus Rheinland-Pfalz habe ich gesagt, es gehört zu jeder Fragestunde im Landtag in Zukunft, was denn mit dem Strafverfahren gegen Herrn Professor Mielke gewesen sei. Also, liebe Freunde, diese Messe ist noch nicht gesungen. Apropos Fastenzeit. Wir kommen weiterhin nach Mainz. Dort haben wir einen Herrn Schweizer. Der heißt aber nur so, weil sonst wäre er ja Demokrat. Herr Schweizer sagt, der SPD, rheinland-pfälzische SPD-Landtagsfraktionschef Alexander, ist aber auch mit dem nicht verwandt und verschwägert, hält die AfD in Teilen für rechtsradikal und fordert, wir brauchen eine klare Ansage aller politischen Parteien in Rheinland-Pfalz, dass wir die AfD ächten. Ächten. Wir werden in Acht und Bann geschickt von Herrn Schweizer. Zum Glück hat er das nicht zu entscheiden. Aber wenn er es entscheiden könnte, liebe Freunde, dann wissen Sie, was aus diesem Land werden würde. Wenn wir uns nicht schon selbst erfunden hätten, müssten wir uns jetzt selbst erfinden. Wir haben dann Herrn Doll. Herr Doll ist vom DGB, also eine Art Waffenbrüderschaft zur SPD. Und Herr Doll hat in Nürnberg auf dem Marktplatz bei einer Gegendemonstration gegen eine AfD-Veranstaltung uns betitelt als die Nazis in Nadelstreifen. Meine Damen und Herren, Sie sehen schon an dem vornehmen Tuch, das wir heute alle anhaben, dass das mit den Nadelstreifen schon nicht stimmt. Über das andere wollen wir gar nicht erst reden. Und wir waren eigentlich der Meinung, das müsste zu einer Unterlassungsklage reichen. Und wir haben mit einer ganz vornehmen Frankfurter Kanzlei uns ein Rechtsgutachten machen lassen. Und wir haben ja auch selber viele Juristen, verstehen ein bisschen was vom Geschäft, verstehe auch ein bisschen was vom Geschäft. Das Rechtsgutachten kam zu dem Ergebnis, dass wir keine Chance haben, vor den Zivilgerichten
mit einer Unterlassungsklage durchzudringen, weil diese Art der Formulierung noch zur Meinungsfreiheit im politischen Meinungskampf gehöre. So kann man auch das, was man früher mal nannte, den Persönlichkeitsrechtsschutz für Menschen, die Ehre von Menschen, so kann man die in diesem Land in den Schmutz treten und trotzdem noch sagen, wir hätten hier eine wunderbar funktionierende Demokratie, meine Damen und Herren, daran müssen leider Zweifel angemeldet werden. Wir kommen zur Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die früher mal seriös war. Auch ich hatte sie als Student abonniert und ich habe sicher das eine oder andere daraus gelernt. Vor allen Dingen, was den Wirtschaftsteil angeht, da war sie in der Tat außerordentlich niveauvoll. Wir haben jetzt bei dieser Zeitung ja ganz unterschiedliche Personen, die da schreiben, darunter ein Volker Zastrow. Volker Zastrow, die viel lesen und gute Archive sich anlegen, die werden es ahnen. Volker Zastrow hat uns, wann ist es gewesen, am 29.11.2015 schon, also er war ein sehr wacher Geist, der uns schon früh durchschaut hat, hat erkannt, dass die Anhängerschaft dieser Partei, Wut, Hass und einen nicht mehr zu übersehenden Hunger nach Gewalt zeigt. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, stellen Sie sich mal vor, und wir selber sind ja dann die Spitze der Bewegung, also bei uns fließt das Blut rechts und links aus dem Rachen. Denn wir sind ja die Anführer unserer Anhänger. Meine Damen und Herren, das ist eine Art des Journalismus, liebe Freunde, wo man wirklich sagen muss, die Sitten sind so rau, dass alle Vorwürfe, die von solchen Menschen kommen, sich selbst Lügen strafen. Menschen, die so auftreten, sind nicht in der Lage, substanzierte Vorwürfe zu erheben. Und dann haben wir, was Sie ja wissen, noch einen Spiegel. Die Frage ist, was und wen er spiegelt. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, es ist ja ein perfides Machwerk, was wir hier haben. Sie wissen, da hinten im Hintergrund können Sie etwas matt ein Gebäude von Nürnberg vom Reichsparteitagsgelände sehen. Also der Perfidie nicht genug mit diesem etwas heroischen Schädel Ihrer liebenswerten Landesvorsitzenden und dann diesem staatsmännischen Freund Gauland daneben. Und das alles wird projiziert in das Nürnberger Reichsparteitagsgelände. Meine Damen und Herren, das ist Journalismus der wirklich besonderen Art. Und ich glaube, wir machen wirklich vieles richtig, dass wir so viel Hass auf uns ziehen, der auf diesem Niveau abgearbeitet wird. Liebe Freunde, es gibt eine Grafik, die sagt, wer Opfer von Aggressionen ist in diesem Land. Denn die, die das an den Schreibtischen und in ihren Ministerstühlen von sich geben, die erzeugen ja eine Stimmung im Land, die dann wen auch immer dazu veranlasst, Autos anzustecken, unsere Plakate abzureißen. Das Neueste ist ja, dass sie dann gestohlen werden, weil das zerschlagene Plakat wohl immer noch eine Botschaft ist, wer der Gute ist und wer der Böse ist. Also werden sie jetzt ganz geklaut, weil dann weiß man gar nicht, dass welche gehangen haben. Und dann ist das Skandal etwas kleiner. Sie sehen dort eine Stabgrafik. Und da sehen Sie eine blaue, sehr große Stabgrafik von einem Institut, Forschungsgruppe Extremismus und Militanz. Also ganz unabhängige Menschen, die mit uns nichts zu tun haben. Und die sagen, dass mit diesem blauen, mit der blauen Grafik und 89 Aggressionshandlungen, das ist der Stand der Dinge, wer in diesem Land traktiert wird. Freund Gabriel würde sagen, vom Mob,
vom Pöbel und von den Linken, die sich ja selber schon antidemokratische Fanatiker nennen. Und das kürzt man ab, Antifa. So, liebe Freunde, das war ein kurzer Blick auf die, die die Brandstifter sind. Die Anstifter sind für das, was wir als Terror erleben, als Straßenterror, wie man ihn zu Recht in die Weimarer Republik reproduzieren kann. Und dort war es aber über lange Jahre und ausschließlich der rote Straßenterror. Die Nationalsozialisten hatten 1930 bis in den September. Was schätzen Sie, wie viele Mitglieder im Reichstag? Für die Neuzeithistoriker eine herausfordernde Frage. Oh, sehr gut. Hohes Niveau in Sachsen. Hohes Niveau. Also, à la bonne heure. 12 Reichstagabgeordneten bei 480. Also eine riesenpolitische Macht, die die Straßen beseelen konnte. Also es war der rote Straßenterror. Und das erleben wir gerade wieder in diesen Wochen und diesen Monaten, meine Damen und Herren. Und das kann man nicht schönreden und das darf man nicht schönreden. Und wenn der Bundesjustizminister Konferenzen macht, dann muss er sich, glaube ich, mal mit den wirklichen Gewaltphänomenen in diesem Land auseinandersetzen und nicht mit denen, die er für die großen Gewaltphänomene hält. Freunde, eine letzte Episode, die auch ein bisschen mit der Justiz zu tun hat. Und dann kommen wir zur Bewertung. Der Ministerpräsident Haselhoff hat neulich im ARD irgendwo gesagt, die AfD sei von der NPD unterwandert. Das führte in wenigen Stunden dazu, dass ein liebenswerter Kollege Anwalt und eine Antrag auf eine einstweilige Verfügung zur Unterlassung dieser Torheit formuliert hat und ich eine eidesstattliche Versicherung dazu abgegeben habe. Und das vor der 17. Kammer des Landgerichtes Köln. Der berichterstattende Richter ruft den Kollegen an und teilt dem Kollegen mit, ja, also verehrter Herr Kollege, die Aussage, die AfD sei durch die NPD unterwandert, sei keine Tatsachenbehauptung, sondern ein Werturteil. Und weil es keine Tatsachenbehauptung sei, würde er nicht in Aussicht stellen, dass wir das Verfahren gewinnen würden, meine Damen und Herren. Das ist die Grenzwertigkeit der Justiz in Deutschland. So, meine Damen und Herren, liebe Freunde, wir sind nicht radikal, wir sind intellektuell. Wir machen das mit dem Florett und nicht mit dem Säbel. Liebe Freunde, lassen Sie uns wirklich dabei bleiben, meine dringende Empfehlung. Und ich sage Ihnen, nur damit werden wir die große und die breite Sympathie gewinnen, die wir brauchen, um Volkspartei zu werden. Und wir werden Volkspartei. Liebe Freunde, 51% der deutschen Wähler haben in einer ganz jungen Meinungsumfrage die CDU als Linkspartei einsortiert. Das ist in zweifacher Hinsicht ermutigend. Erstens, weil wir feststellen, es gibt die Klugheit der vielen. Die Wähler wissen was, denn sie haben eine völlig richtige Aussage getroffen. Und das macht uns Mut für eine demokratische Erneuerung Deutschlands. Und, liebe Freunde, es sagt etwas Zweites. Es sagt, dass im politischen Spektrum viel Platz ist. Denn wenn alle, die heute in den Parlamenten sitzen, Linksparteien sind, dann ist die Hälfte der Bevölkerung in den Parlamenten nicht vertreten und die Hälfte der Sitze ist frei. Das
heißt, die Tür ist offen und das Gelände ist bereitet. Wir müssen nur durchgehen und wir müssen es klug anstellen, liebe Freunde. Und dazu rufe ich Sie auf. Und ich sage Ihnen noch einen Grund, warum wir das schaffen werden, wenn wir selber gut sind. Wir werden es deshalb schaffen, weil die breiten Massen der Bevölkerung überhaupt keine Fürsprecher in dieser Regierung und bei diesem politischen Kartell mehr haben. Ich will Ihnen das beweisen an einfachen Zusammenhängen, die ich gerne und mit Lust sage, weil ich immer ein unglaublich gutes Verhältnis und eine hohe Sensibilität hatte. Ich hoffe es, dass mir das immer gelungen ist, zu diesen berühmten breiten Schichten der Bevölkerung, meine Damen und Herren. Die Durchschnittsrente in Deutschland beträgt 750 Euro. 750 Euro für mehr als 20 Millionen Menschen, meine Damen und Herren. Und wenn Sie davon einen Zwangsbeitrag zu einem Rundfunk zahlen, den Sie nicht hören wollen, weil Sie nicht hören können, dann sind das 150 Euro Zwangsabgabe für eine völlig unnütze Veranstaltung. Und das ist eine Höhe, liebe Freunde, von der man nach diesen Lebenswegen, die diese Menschen über Jahrzehnte gegangen sind, nicht leben kann und die unwürdig sind für diese Menschen. Und ich füge hinzu, Sie wissen die Durchschnittsrente von Griechenland. Die beträgt 970 Euro. Und Sie wissen, dass diese Rente finanziert wird durch Transferleistungen von Schulden, die Griechenland macht und die andere europäische Staaten vor die Tür gestellt bekommen. So funktioniert Europa. Das heißt, es funktioniert nicht und deshalb werden wir dieses Europa umbauen. Um das zum Abschluss zu bringen, wir werden der Anwalt sein für diese Menschen. Wir werden nicht das Blaue vom Himmel herunter versprechen. Aber wir werden darstellen, warum die europäische Schuldenpolitik, die Politik der Zinslosigkeit der EZB und eine Reihe von selbstverschuldeten Unfähigkeiten, was die eigenen Staatsfinanzen angeht, dazu führen, dass wir diese Ungerechtigkeit im Lande haben und dass wir an diesen Themen arbeiten, um den Massenwohlstand in Deutschland zu erhöhen. Also, der Anwalt für diese rechtschaffenen kleinen Leute, von denen gerne gesprochen wird, der wird die AfD sein. Die Leute werden das verstehen. Und das wird ein Teil des Weges sein, den wir gehen, um zu einer Volkspartei zu werden. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, ich komme zur Bewertung. Die Gründe für den Hass war die Frage. Den Hass haben wir illustriert. Einen guten Fingerzeig gibt eine Webnotiz der Grünen Jugend. Auf der Webseite der Grünen Jugend stand am 3. Oktober 2015 hier der Schott. Da steht wortwörtlich zu lesen, am 3. Oktober wurde ein Land aufgelöst und viele freuen sich 25 Jahre danach. Warum sollte das nicht noch einmal mit Deutschland gelingen? Und Sie ahnen, was die meinen. Die meinen, dass durch das, was jetzt in der Politik geschieht, und da gehört Migration dazu, und da gehört die Aufgabe der deutschen Staatlichkeit dazu. Und da gehört dazu die Vernichtung der Substanz, und zwar der historischen, der moralischen und der intellektuellen Substanz dieses Landes. Das meinen die mit der Zerstörung dieses Staates. Und wenn wir uns klar machen, dass in Göttingen so einem Standplatz für die Antifa
also für die schon vorhin zitierten antidemokratischen Fanatiker, dass die sich aufgelöst haben und in Göttingen unter dem Dach der grünen Jugend ihr unseliges Werk tun, dann hätte ich einen Tipp für Herrn Gabriel, wo er denn seine Verfassungsschützer hinschicken soll. Ich hätte da ein paar Adressen. Meine Damen und Herren, da sind wir beim Punkt. Es geht um eine fundamentale Frage. Es geht um das Thema der Staatsauflösung. Und da berührt sich die grüne Jugend mit Wolfgang Schäuble. Wir hatten ihn vorhin. Wolfgang Schäuble, der sich auch so geoutet hat, aber der schon sehr viel früher Bemerkungen in ähnlicher Richtung gemacht hat, sieht als sein Lebenswerk an, die Nationalstaaten Europas aufzulösen und daraus einen 500-Millionen-Staat zu machen, den man aber wahrscheinlich gar nicht Staat nennen kann, weil er gar nicht Staat sein kann, weil zu einem Staat nach aller Staatsrechtstheorie, die wir kennen weltweit, ein Staatsvolk gehört und Europa hat kein Staatsvolk. Und zu einem Staat, liebe Freunde, gehören drei Elemente. Es gehört ein zweites, was ganz wichtig und konstitutiv ist, dazu. Das sind Staatsgrenzen. Und wie wir wissen, hat Europa auch keine Staatsgrenzen, zumindest keine solche, die die Funktion von Grenzen haben, nämlich ein Land zu umschließen und der Bevölkerung Sicherheit und Vertrauen in den eigenen Staat zu geben. Das hat Europa auch nicht. Also Europa ist eine Missgeburt. Wir kommen nachher noch einmal drauf, wobei wir von Lissabon und von Maastricht Europa reden. Wir reden nicht vom Kontinent und wir reden nicht von den liebenswerten Völkern, mit denen wir alle im größten Einvernehmen leben wollen und mit denen wir eine Gemeinschaft bilden, die keine Souveränitätsrechte berührt, sondern einen freiwilligen Zusammenschluss, der lebendig ist, der mal größer ist, der mal kleiner ist, der sich mal Zwecke gibt und vornimmt und mal wieder Zwecke fallen lässt. So in die Richtung können wir uns Europa vorstellen und das werden wir im April auf dem Bundesparteitag, wo wir Grundsatzprogramm machen, aus dem BFA 9 dort formuliert Ihnen vorstellen. Und dann werden wir in dieses Land die Botschaft geben, dass unser Europa anders aussieht und das werden auch die anderen europäischen Völker in ihrer Mehrheit so wollen. Zufall, dass die Slowakei sich von Tschechien getrennt hat. Es ist kein Zufall, dass der Balkan sich zerlegt hat und dass die Menschen in ihren Nationen Häuser suchen, staatliche Häuser. Jeder will ein Haus. Warum dürfen Nationen keine Häuser haben? Wir bewundern die Kulturen in aller Welt, die Indianer im Amazonas. Wir bewundern Ethnien, die sich über die Geschichte gebildet haben und die heute auf der roten Liste stehen und wir wollen sie schützen. Das ist ein guter Gedanke. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns die Nationen weltweit unter Schutz stellen, denn sie sind die stabilen Bausteine für eine friedliche Welt. Herr Schäuble sprach davon, dass wir Elend erzeugen. Meine Damen und Herren, das geben wir gerne zurück an Herrn Schäuble. Er ist der Elenderzeuger. Wir haben bereits jetzt seit 15 Jahren in Deutschland null Erhöhung des Realeinkommens der breiten Schichten der Bevölkerung. Null. Von 2000 bis 2015 Stillstand der Ökonomie für die breiten Schichten der Bevölkerung in Deutschland. Das kann nicht sein, denn das Lissabon-Europa, Sie werden sich erinnern, ist 2008 ans Netz gegangen mit der weltweiten Botschaft. Wir haben ein großes Werk getan. Wir haben jetzt den technologiebasiertesten und dynamischsten Wirtschaftsraum der Welt.
Für alle, die es nicht mehr im Kopf haben, ich bin dafür da, es im Kopf zu haben. Ich zitiere das. Stellen Sie sich das vor und halten Sie das als Plan neben die Wirklichkeit. Da sehen Sie, was der Plan wert ist. Es riecht nach Planwirtschaft. Liebe Freunde, Griechenland hat, wie Sie wissen, 197,5% Staatsschulden bezogen aufs Bruttoinlandprodukt. Das ist die höchste Staatsverschuldung, die Griechenland jetzt in den letzten Jahrzehnten hatte. Und das nach dreimaligen Rettungen. Das heißt, die Rettungen waren natürlich alle für den Eimer. Sie haben nicht funktioniert. Wir haben das immer gesagt, alle klugen Leute haben das gesagt, viele Wirtschaftsprofessoren haben das gesagt. Die bornierte politische Elite in Berlin will das immer noch schönreden. Es ist ein Desaster. Wir haben in diesen Tagen die wirtschaftlichen Bilanzen 2015, 2015, 2016, 2017 und wir haben das Bild, was wir seit Jahren haben. Klammer auf, seit 2007 ist Europa null gewachsen. Das gesamte EU-Gelände null gewachsen. Und was haben wir zurzeit? Europa ist am Schwanz der Welt, was das Wachstum, also die Produktivität einer Volkswirtschaft angeht. Und innerhalb Europas noch einmal die Eurozone, was alle Vorhersagen bestätigt, dass der Euro der Wirtschaft ein Feind ist. Entgegen anderslautenden Meldungen, 2015 Eurozone 1,6% Wachstum. Das ist nicht weit weg von Nullwachstum, selbst wenn bei Dezimalen heute schon gesagt wird, dynamisches Wirtschaftswachstum, 1,7, 1,6. Da muss man ja richtig erblassen vor solchen Zahlen. Also da ist ja China geradezu eine stagnierende Volkswirtschaft dagegen. Meine Damen und Herren, die Eurozone 1,6, die EU 1,9, die USA 2,5 und was das alles Entscheidende ist, die Welt mit der südlichen Sahelzone, mit Asien, mit Südamerika, mit allen Schwellenländern und echten Entwicklungsländern, liegt immer zwischen 3% und 4% Wachstum. Und das seit 10, 15 Jahren und das wird nach vorne hinaus genauso weitergehen. Wer also bezogen auf dieses Maß weniger wächst, verliert. Das heißt, es kann nicht darüber hinweggetäuscht werden, dass Europa der Absteiger in den weltwirtschaftlichen Zusammenhängen ist und das bei dem Anspruch, die dynamischste Weltwirtschaft zu sein. Wenn dort nicht ein radikaler Kurswechsel erfolgt, und dazu gehört die Abschaffung des Euro und dazu gehört die Abschaffung der Transfere von A nach B. Dann wird Europa verelenden, völlig unabhängig von dem Migrationschaos. Das eine addiert sich zum anderen hinzu. Und die Behauptung, dass es dort jetzt die Rettung gäbe, weil unsere Demografie aufgepolstert würde, meine Damen und Herren, dazu gibt es hinreichend fachliches Material, um zu beurteilen, worum es geht. Es geht um strukturellen Analphabetismus. 30% aller syrischen Migranten, von denen wieder nur ein Teil überhaupt Flüchtling ist, haben noch nie eine Schule von ihnen gesehen. Und bei den übrigen weiß man inzwischen seit genau, dass sie selbst in ihrer Muttersprache, wenn sie eine Schule besucht haben, selbst einfache Aufgaben nicht zu lösen in der Lage sind. Die deutsche Hochtechnologie-Volkswirtschaft zu betreiben mit Menschen mit diesem kulturellen und bildungspolitischen Hintergrund ist eine Fata Morgana, apropos Sahara. Liebe Freunde, ich will gar nicht in der Breite das Thema ansprechen, obwohl natürlich dazu ein abendfüllender Vortrag möglich wäre. Ich will nur Ihnen wenige Zahlen sagen, Zahlen, die Ihnen die Fröhlichkeit aus den Knochen treiben und Sie heute Nacht und den Schlaf bringt. Das mute ich Ihnen zu, denn nur Menschen, die Sorgen haben, tun alles dafür, dass sie die Sorgen verlieren. Und dazu will ich Sie natürlich anspornen. Liebe Freunde, wir haben pro Tag Grenzöffnung 50 Millionen verdattelt, nur auf das Jahr 2016 bezogen. Ich habe das ganz spitz und genau ausgerechnet.
Jeden Tag, wo 4000 Menschen zurzeit ungehindert nach Deutschland reindringen, dieser Tag kostet uns 50 Millionen nur für das Jahr 2016. Am Ende dieses Jahres ist aber der Status dieser Menschen ja nicht verändert. Die sind ja nicht durch die Integrationsmaschine gedreht und mit dem Nürnberger Trichter befruchtet worden. Daran hat sich nichts geändert. Es sind am 1. Januar 2017 dieselben Menschen wie am 31. Dezember 2016. Und was heißt das? Die Zahl klingt noch harmlos. Wenn Sie allerdings die Zahlen zusammenzählen, sich klar machen, dass bei einem Tag 50 Millionen, 10 Tage 500 Millionen sind und schon ein Monat 1,5 Milliarden ist und das mal 12 multipliziert 20 Milliarden sind, dann ist Ihnen klar, was allein in der Nahzeit im Jahre 2016 ansteht. Das Institut der Deutschen Wirtschaft, ganz seriöse fachliche Bude, hat ausgerechnet für 15, 16, 17 50 Milliarden Kosten, meine Damen und Herren. Wo kommen die her? Wem werden die aus den Rippen geschnitten? Und wie kommt eine Regierung dazu, zu sagen, erstens, sie würde es schaffen und zweitens, es sei überhaupt zulässig, sich das als Hausaufgabe vorzunehmen? Meine Damen und Herren, die Exekutive in Deutschland, auch die Kanzlerin, hat nicht das Recht, über die Öffnung der Grenzen zu entscheiden. Es gibt Gesetze. Deshalb war und deshalb ist ihr Vorgehen rechtswidrig und deshalb ist sie beim Staatsanwalt in Berlin angezeigt. Wegen Beihilfe. Liebe Freunde, ich komme zur Zahl, zur Schlüsselzahl, die uns alle beunruhigen wird und muss und die zu ganz finalen Schlussfolgerungen führt. Liebe Freunde, wir stellen uns vor, und das ist schon gerechnet am Lehrstuhl Raffelhüschen in Freiburg und woanders auch, dass die Mehrzahl der Menschen, die zu uns kommt, und wenn es, hat ein Wissenschaftler ausgerechnet, 200.000 im Jahr wären, deshalb lassen Sie sich nicht auf die Obergrenzdiskussion ein, wir brauchen überhaupt keine Obergrenze, sondern wir können auf diese Weise Immigration nicht betreiben. Deshalb machen wir das auch nicht mit einer Obergrenze. Wenn es nur 200.000 wären, ein Zustand, von dem wir weit entfernt sind, so rechnet dieser Mann, kommen wir auf eine implizite Staatsverschuldung von 6,4 Billionen. Und das ist eine ganz seriöse Rechnung. Ich will Ihnen den Schlüssel geben, diese Rechnung zu verstehen, damit das überhaupt nicht im Raume bleibt oder als Parole in Erscheinung tritt. Das ist ganz seriöse Fachlichkeit. Das entsteht dadurch, meine Freunde, dass ausgerechnet worden ist, die mutmaßlichen Lebensläufe dieser Menschen, die einen kulturellen Hintergrund haben und eine ökonomische Leistungsfähigkeit haben. Die können wir ganz gut schätzen, weil wir selbst im Migrationsbericht der Bundesregierung von 2011 schon die bemerkenswerte Erkenntnis feststellen. Ich unterstelle, der Ministerialrat hat vergessen, diesen Bericht zu zensieren. Sonst würde das nicht drinstehen. Aber es ist gut so, dass er das vergessen hat. Dann können wir das lesen. Da steht nämlich drin, dass die, die in den letzten Jahrzehnten uns zugewandert sind und deren Kinder, selbst wenn sie deutsche Staatsangehörigkeit haben und wenn sie in Deutschland sozialisiert sind und durch unser Bildungssystem gelaufen sind, zu 44% keinen beruflichen Abschluss haben. Zu 44% im Verhältnis zur Stammbevölkerung von 15%. Das haben die genau herausgefunden. Also wenn das der Ministerialrat gemerkt hätte, hätte er gesagt, Rassismus. Aber der Mensch, der Wissenschaftler, der das gemacht hat, ist ein kluger Kopf. Der hat in ethnischen Dimensionen gedacht und hat diese Forschungsergebnisse aufs Papier gebracht. Also 1:0 für den Wissenschaftler, den behalten wir in Zukunft bei, der wird nicht exmatrikuliert. Applaus
Dies bedeutet, liebe Freunde, wenn die mit diesen Rahmenbedingungen, die auch schon typischerweise kein Sprachproblem haben, die Jüngeren allemal nicht, sich so präsentieren, das gilt übrigens für den allgemeinen beruflichen Bildungsabschluss, da haben etwa 19% dieser Population keinerlei Bildungsabschluss von keiner Schulart, und von der deutschen Stammbevölkerung ist die Vergleichszahl 1,3%. Also auch hier können Sie mit Händen greifen, dass die Kulturgeschichten von Nationen, dazu gehören auch Geschichten von Bildungssystemen und vielem anderen mehr, dass die eine Prägewirkung haben, die jeder seriöse Migrationsforscher auch weiß. Auch jeder seriöse Integrationsforscher. Lassen Sie uns fernbleiben von der Vergröberung in Parolen, meine dringende Empfehlung. Das Material von seriösester Quelle ist ausreichend genug, um in diesem Lande die geistige Oberhoheit zu gewinnen. Das werden wir hinkriegen. So, meine Damen und Herren, liebe Freunde, das bedeutet, dass wir vor einer Situation stehen, bei der nur erklärbar ist diese hemmungslose Aggression, weil man den offenen Offenbarungseid für das totale politische Versagen der politischen Elite seit mehreren Jahrzehnten vermeiden will. Das ist der Grund für die Aggression. Und wir sind die Inkarnation derer, die als Störenfriede mit unseren Informationen den Betriebsfrieden stören und breiten Schichten der Bevölkerung in diesem Lande sagen, dass sie über die Ohren balbiert werden. Und das macht uns so gefährlich. Wollen wir dezent zur Kenntnis geben, dass meine Zeit zu Ende sei. Sie sagen höflicherweise nichts, sie sei abgelaufen. Sie haben Stil. Herzlichen Dank für diese Noblesse. Liebe Freunde, das ist die Ähnlichkeit zu 1989. Diese Parallele müssen Sie mir erlauben. Ich war damals als mittelalterlicher Mann in diesem Land und habe mich gefreut über das, was geschehen ist, und habe mich mit Leidenschaft fraternisiert mit jenen, den ich auf der Straße getroffen habe. Gehört zu meinen schönsten Erlebnissen in meinem Leben, durfte auch in irgendeiner Lutherkirche eine große Predigt halten und anschließend Mittelstandsberatung machen. Es war einfach wunderbar. Aber die Ähnlichkeit, liebe Freunde, ist da. Wir haben eine Bedrohungssituation und wir haben eine Situation einer illegitimen Regierung, keiner illegalen, einer illegitimen. Einer illegitimen Regierung, die die Frage aufwirft, wann wir von dem berühmten Widerstandsrecht und wie Gebrauch machen und wann die Straßen in diesem Lande schwarz sind voll Menschen, die zum Ausdruck bringen, dass es so nicht geht und dass wir eine neue Wende brauchen. Ich fordere Sie auf, dass wir zusammen die Treiber dieser Wende sein werden. Herzlichen Dank.